Stefan Keller. Guck mal hier mit Nebel. Ja. Hallo, Herr Keller. Guten Tag. Guck mal, da ist Ihr Mikrofon. Da. So, schön, dass wir mit unserem WDR 2 Weihnachtswunder bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir haben uns einfach wahnsinnig gefreut, dass der WDR entschieden hat, nach Düsseldorf zu kommen und hier von den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten zu senden. Und deshalb haben wir Sie hier gerne und mit offenen Armen empfangen. Und wir haben ja auch ein großes Ziel, ein Spendenziel für Mütter in Not. Ich finde es ein tolles Spendenziel, denn wir wissen, und das ist in den letzten 3 Jahren vielleicht gerade noch mal deutlich geworden, Mütter sind ja schon in normalen Zeiten eigentlich diejenigen, die eine große Last tragen, viel von der Doppelbelastung Familie und Beruf abfedern, viel Care-Arbeit machen, viel mehr als Männer, viel mehr auch als Väter, muss man sagen. Und wenn man dann tatsächlich in die Krisenherde der Welt schaut, dann sind es auch immer wieder die Mütter, die eine große Last tragen. Wir haben im letzten Jahr hier in Düsseldorf beispielsweise nach Kriegsausbruch in der Ukraine fast 10.000 Geflüchtete aufgenommen. Und das waren eben auch ganz, ganz viele Mütter mit ihren Kindern, die einfach hier um Schutz und Sicherheit gesucht haben. Und auch da sieht man wieder, Mütter sind ganz besonders gefordert. Sie leisten Großartiges.